Hallo liebe Nerds, liebe Gamer, liebe Damen und alle, die Nerd, Gamer oder Dame werden wollen. Ich heiße euch willkommen zu unserem nächsten gemeinsamen Let's Play Kerbal Space Program. Heute die dritte Folge von unserer Tutorial-Serie und wir reden heute über das Generieren von Wissenschaftspunkten. Dazu, um es mit den Worten der Fernsehköche zu sagen, habe ich mal was vorbereitet. Und zwar dieses wunderbare kleine Gefährt hier. Entspricht der Technologiestufe 5, wenn ich mich jetzt nicht groß irre, der Technologiestufe 5 oder 6, aber ich meine, es wäre 5. Nur da oder ab da ist es frühestens soweit, dass wir irgendwelche Räder haben, mit denen wir uns so fortbewegen können. Und zwar ist das Ganze wie folgt aufgebaut. Ihr seht eine ganze Menge Energiezellen oben auf dem Dach, Batterien an der Seite, damit wir uns überhaupt fortbewegen können. Wir haben hier vorne unseren Piloten drin sitzen, haben hier einen Ingenieur drin sitzen und haben hier hinten unseren Wissenschaftler drin sitzen. Gut, machen wir mal das Licht an. Sieht wunderbar aus, oder? Ich weiß, eigentlich total lächerlich. Es ist eine kleine Zigarre, die sich da ein bisschen bewegen kann. Alles eingeblendet. Wir aktivieren unser SAS. Was ich euch hier noch zeigen kann, ist das Innenleben. Über die Taste C kann man das aufrufen. Sieht man das Ganze aus der Sicht der einzelnen Charaktere. Mit dem Mausrad kann man hinein und herauszoomen. Ist man in dieser Ansicht, kann man über V durch die einzelnen Personen in dem jeweiligen Fahrzeug in der ehemaligen Raumstation durchschalten. Oder befinden uns hier halt in diesem Inline-Cockpit ganz hinten und haben dadurch auch eine wunderbare Sicht über das gesamte Gefährt. Gut, was möchte ich euch heute zeigen? Und zwar bietet es sich an, wenn ihr irgendwo hinfahrt, hinfliegt oder ähnliches, dass ihr grundsätzlich neben dem Piloten auch einen Wissenschaftler dabei habt und wenn es möglich ist, auch einen Ingenieur. Das Spiel hat sich schon was gedacht, beziehungsweise die Spieleentwickler haben sich schon was dabei gedacht, dass von Anfang an ein Ingenieur, ein Wissenschaftler und ein Pilot verfügbar sind. Beziehungsweise, ich glaube, es sind sogar zwei Piloten. Hat einfach den Hintergrund, weil man die einfach definitiv braucht. So, ganz wichtig für unser kleines Wissenschaftsgefährt, das wir hier haben, ist, dass die Sonne scheint. Ansonsten haben wir nämlich das Problem, dass wir zu wenig Energie haben auf diesem Technologielevel, um überhaupt genug zu erzeugen. So, abgesehen davon, wir sehen hier oben rechts, wir befinden uns im Moment in dem Biom Shores, befinden uns aber auch, und das kann man ganz leicht prüfen, indem man einfach das Mystery Goo aktiviert und das Ganze observed, also startet, dass wir uns auf dem Runway befinden. Und wir können auf dem Runway alleine, können wir schon 3 Wissenschaftspunkte generieren. Machen wir natürlich. Zusätzlich haben wir hier noch einmal dabei das Barometer. Das gibt wieder 3,6 Wissenschaftspunkte. Und das Thermometer, nochmal 2,4. Und wir haben auch dabei hier unser kleines Labor, das Science Junior. Und auch das aktivieren wir, gibt nochmal 7,5 Wissenschaftspunkte. Jetzt werden die Intelligenten von euch sich denken, ja toll, die beiden Sachen hier kann man nur einmal verwenden, danach sind sie nicht mehr zu verwenden. Deswegen nehmen wir unseren Wissenschaftler, gehen mit dem auf eine EVA, steigen aus dem Fahrzeug aus und begeben uns auf diese Seite. Ja, ich weiß, designmäßig hätte ich das Ganze auch umgekehrt machen können, aber um das Ganze begreiflich zu machen, funktioniert das. Wir klicken jetzt in dieser Ansicht von unserem Wissenschaftler, klicken wir jetzt die einzelnen Geräte an, sammeln Daten. Wir nehmen sie dort heraus und er hat sie bei sich und können dann mit dem Wissenschaftler das Ganze wiederherstellen. Dasselbe gilt auch für das Mystery Goo. Auch da sammeln wir die Daten ein und restoren das Ganze. Das heißt, wir setzen es zurück, wir können es mehrfach verwenden, geht aber nur, wenn wir einen Wissenschaftler dabei haben. Wir nehmen auch vom Barometer und Thermometer die Daten und die sind automatisch dann zurückgesetzt, weil sie mehrfach verwendet werden können. Nebenbei habt ihr eure Gebäude schon weit genug ausgebaut, könnt ihr auch hier Surface Samples nehmen, also eine Bodenprobe. Die gibt auch nochmal 9 Wissenschaftspunkte und ein EVA Report vom Runway. Gibt auch nochmal 2,4. Nehmen wir alles mit. Alles mit, was man kriegen kann. Ich weiß, ihr wollt so schnell wie möglich, wollt ihr alle möglichen Teile freigeschaltet haben.
dafür zeige ich euch das heute. Klettern dann wieder nach oben, gehen an Bord und jetzt achtet mal hier oben links drauf. Da erscheint jetzt, dass wir ganz, ganz viele Daten bekommen haben. Ist natürlich super cool. Das hat uns jetzt alleine bestimmt schon, oh, ich weiß nicht, 20 Wissenschaftspunkte gebracht. Und das können wir an jedem einzelnen Gebäude, können wir das Ganze wiederholen. Deswegen löse ich jetzt mal die Bremsen und gebe mal ein bisschen Gas. Wie gesagt, ihr könnt euch das Ganze auch gerne aus der Cockpit-Ansicht ansehen. Über C und dann die Taste V oder nur C, je nachdem. Oder auch aus diesem Inline-Cockpit. Auch das ist durchaus eine Option, sage ich mal. Da sieht man auch gar nicht, dass da eine Scheibe drüber ist. Scheint Valentiner gut geputzt zu haben. Dieses Fahrzeug ist jetzt relativ langsam. Also ein bisschen Zeit muss man sich da schon nehmen. Es hat auch nur 10,7 Meter pro Sekunde an Höchstgeschwindigkeit. Ungefähr. Man kann es vielleicht noch ein bisschen steigern, vor allem wenn es bergab geht. Und es ist auch nicht besonders geländegängig. Also damit hinter in die Hügel fahren oder sowas würde ich jetzt nicht. Aber das kann man später machen. Natürlich könnt ihr auch jedes Mal eine einzelne kleine Rakete bauen und jedes einzelne der Gebäude anfliegen. Es kostet euch aber sehr viel mehr Geld und es dauert wahrscheinlich sogar noch ein bisschen länger. Dabei, hier oben könnt ihr die Ressourcen euch anzeigen lassen, oben rechts in der Ecke. Dort seht ihr, wie viel Energie wir überhaupt an Bord haben. Im Moment noch 655 und die Ladung reicht gerade so, um das immer wieder genau so aufzuladen, wie wir es auch verbrauchen. So, wir fahren jetzt hier vorne, fahren wir dann rechts. Das sieht bei euch bestimmt alles noch ein bisschen anders aus. Auch der Runway, der ist am Anfang deutlich schlechter ausgebaut. Das ist eher so eine Art Schotterpiste. Aber wir befinden uns jetzt auf jeden Fall im Einflussbereich davon. Klicken hier oben auf die Bremse, bleiben stehen. Man könnte auch die Taste B für Brake, könnte man durchaus verwenden. Jetzt habt ihr vielleicht keine Lust, hier extra nochmal auszusteigen und so weiter. Gar kein Problem. Ihr startet die wissenschaftlichen Experimente, sagt, er soll sie behalten. Und wir machen das Ganze einfach bei der nächsten Station. Also ihr müsst das quasi nur nach jedem zweiten Mal müsst ihr das Ganze neu machen. So. Es bietet sich allerdings an, dass hier dann wenigstens die Türen wieder zu schließen bei unserem kleinen Labor. Nicht, dass das irgendwie auf dem Boden hängen bleibt. Das Ganze, wie gesagt, jetzt bei jedem einzelnen dieser Gebäude möglich. Einen weiteren machen wir noch. Bremsen sind deaktiviert. In der Zwischenzeit, es bietet sich an, dass ihr dann in der Sonne stehen bleibt, damit sich die Energiezellen wieder aufladen können. Es ist nichts deprimierender, als wenn ihr dann ohne Batterien dort wieder stehen bleibt. Jetzt habe ich noch gar nicht ausprobiert, ob es beim Flaggenmast da vorne auch funktioniert, aber es sollte eventuell. Der Flaggenmast ist schließlich auch eines der Gebäude, auch wenn man es nicht ausbauen kann. Aber ich habe ja euch dabei, dann sehen wir mal, ob das was ist oder nicht. Wir müssen eher aussteigen, um die Sachen einzusammeln. So, bremsen. Wunderbar, dann macht Bob wieder eine EVA. Steigt aus. Wenn ihr hier die Shift-Taste gedrückt haltet, dann rennt der Carbonaut automatisch. So, Daten einsammeln. Plöpp, wiederherstellen. Daten einsammeln, wiederherstellen. Hier wieder, wie gesagt, wieder nur die Daten einsammeln. Wunderbar. Und jetzt können wir das Ganze nochmal starten hier. Ah, zählt da mit als Astronautenkomplex. Nehmen wir, sammeln wir. Ah, okay, geht nicht. Dann würde er das Ganze jetzt überschreiben, weil wir die Daten noch nicht zwischendurch hier oben in der Kapsel ablegen konnten. Das heißt, wir machen die ganzen Experimente nur wieder, schließen hier wieder die Türen und machen das dann am nächsten Punkt quasi nochmal. Dann nehmen wir noch Bodenprobe, machen den EVA-Report, wunderbar. Was wir jetzt natürlich auch noch machen können, ist, wenn wir oben wieder in der Kapsel drin sind, noch einen Crew-Report machen. Allerdings können wir den pro Kapseln nur ein einziges Mal machen. Das heißt, einmal hier, einmal dort, einmal dort. Das Ganze überschreibt er dann auf jeden Fall wieder. Es ist interessant, dass der uns jetzt hier für den Astronautenkomplex... Ah ja, gut.
Das hier ist er. Das hier hinten ist das Administrative Building. Da könnten wir jetzt dann auch noch hinfahren. Aber ich denke mal, grundsätzlich, wie das Ganze, wie ich das Ganze, wie ich mir das Ganze vorgestellt habe, habt ihr verstanden. Was ganz cool ist, das hier ist das R&D, das Research and Development. Und ihr seht schon, hier gibt es richtige Straßenschluchten. Hier kann man richtig schön langfahren. Das alles, das könnt ihr euch auch dann so weit ausbauen. Das ist überhaupt kein Problem. Wir fahren hier mal noch ein bisschen weiter in die Richtung. Hier sind, wie gesagt, hier in diesem Fahrzeug sind jetzt alle wissenschaftlichen Experimente, alles eingebaut, das bis Tech Level 6 war es, glaube ich, doch möglich ist. Wenn man dann später auf Maximum abgegradet ist oder sehr, sehr weit abgegradet ist oder ähnliches, dann kann man das natürlich noch etwas vergrößern, das Fahrzeug. Und kann sich dann eine upgradete Version davon aufbauen. Und deswegen möchte ich euch meinen Explorer 1 noch vorstellen. Der sieht dann allerdings so aus und hat ein bisschen mehr an wissenschaftlichen Experimenten an Bord, die ich euch jetzt alle ein bisschen vorführen möchte. Dafür lasse ich wieder unseren Bob aussteigen. An Bord von dem Fahrzeug befindet sich aktuell nur Jebediah. Ihr seht schon, das Fahrzeug ist auch deutlich höher als die kleine Version, die wir jetzt eben gerade bewegt haben. Und die wird auch deutlich schneller, wenn man das denn möchte. Allerdings auch nur möglich hier in der Planetenatmosphäre. So, wir stellen uns jetzt vor, Bob fällt einfach mal von der Leiter. Das macht Sinn. Das Lustige ist, hat natürlich alles beim Ausprobieren vorher wunderbar funktioniert. Na? Man könnte jetzt schon fast sagen, dass es das ein bisschen peinlich ist, dass er jetzt nicht einsteigt. Jetzt ist er an Bord. Ich habe hier Action Groups gesetzt. Über die Action Groups kann ich zum Beispiel die Solarzellen einfahren oder die Leitern einfahren, weil die werden wir jetzt gleich einfach nicht brauchen. Oder hier hinten auch den Surface Scanner, Narrowband Scanner aktivieren, deaktivieren. Eigentlich. Naja. Schalten wir die Bremsen wieder an. Ich habe das Ganze hier ein bisschen anders aufgebaut. Hier befinden sich die meisten Experimente innerhalb des Fahrzeuges und ein Haufen Batterien, wie ihr sehen könnt. Und ein Teil hier drüben und hier oben. Das heißt, wir lassen Bob jetzt auf eine EVA gehen, was nur möglich ist, wenn man das Ganze schließt. Dann funktioniert das einwandfrei und können dann von hier aus direkt die ganzen wissenschaftlichen Experimente wagen. Gravity Data, seismischen Daten und so weiter und so weiter. Schön ist, außerhalb vom Fahrzeug können wir jetzt auch hingehen und können das hier einfach öffnen. Das funktioniert. Also Bob öffnet das Ganze dann quasi. Lassen hier die Atmosphärenanalyse laufen. Starten hier unseren Science Junior. Das ist alles überhaupt kein Problem. Hier oben haben wir noch unsere Mystery Goo. Ihr seht das, hier ist es nur Kleinmist. Auf einem anderen Planeten oder so, da sind das richtig, richtig viele wissenschaftliche Daten, die ihr da bekommt. Schließen das Ganze hier wieder, aktivieren unsere Leiter. Klettern auch direkt dran runter, sobald es möglich ist, oder lassen uns runterfallen, je nachdem. Scheinbar lassen wir uns fallen. Muss ich vielleicht nochmal überarbeiten. Sammeln hier noch unser Surface Sample, machen unseren EVA Report und ich erinnere dran, alles hier in diesem Fahrzeug ist jetzt nur hier von dieser einen Stelle. So, und dementsprechend können wir das Fahrzeug dann recovern. Wir bekommen unser Geld zurück, weil wir befinden uns ja nur hier in diesem Bereich.
Und schauen wir mal, was es an Wissenschaftspunkten gegeben hat. 45,9 ist für den Anfang und nur von einer Stelle hier gar nicht schlecht. Wie gesagt, 55.000 Credits haben wir wiederbekommen. Gab jetzt keine Erfahrung für die Crew. Und unseren Explorer 2, den sammeln wir auch gleich ein. Damit waren wir ja schon an zwei Stellen. Einmal im Astronautenkomplex und einmal an der Flugzeughalle. Nee, auf dem Runway. Genau, auf dem Runway. Da befinden sich die ganzen Daten hier. Die kann man sich auch nochmal anschauen, indem man einen Rechtsklick auf die Kapsel macht, Review Stored Data. Und dann kann man sich das alles anschauen, auch wie viele Wissenschaftspunkte das gab und so weiter und so weiter. Man könnte jetzt auch hingehen zum Beispiel und wenn man sich im All befindet und man möchte nicht die ganze Rakete mit runternehmen, dann könnte man einen Wissenschaftler oder einen Piloten hierher schicken, der die Daten dann einfach einsammelt und sie mitnimmt. Zum Beispiel, wenn er alleine dann mit seinem Jetpack zu einer anderen Kapsel fliegt oder so. Jo, wir recovern das Ganze und müssten hier, keine Ahnung, knapp 90 Wissenschaftspunkte müssten's sein eigentlich. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Oh, 59,6, dann war doch irgendwas dabei, das wir schon mal eingesammelt hatten. Aber ihr seht, es läppert sich. Und wie gesagt, gerade am Anfang, wenn sowas gar nicht so viel kostet an Wissenschaftspunkten, so bis Tech Level 4, Tech Level 5, dann kann man einfach durch diese kleinen Mittel kann man einen Haufen Wissenschaftspunkte gut machen. Und mal ehrlich, ihr könnt auch, hier habt ihr die Chance, hier hinten ist schon Grasslands. Da kann man Wissenschaftspunkte sammeln. Dort hinten haben wir irgendwo noch die Highlands, das ist möglich. Oder hier hinten die Highlands. Das sind alles Wissenschaftspunkte, die ihr sammeln könnt. Relativ nah, sage ich. Ihr müsst halt vorsichtig fahren, ansonsten besteht die Gefahr, dass ihr euch das Fahrzeug kaputt macht. Dafür ist im Übrigen der Ingenieur da. Ohne den Ingenieur keine Chance. So, dann schauen wir uns mal kurz einen Wissenschaftler an. Und man sieht es hier schon in der Beschreibung. Da steht Vessel Science Return 100%. Das ist dann natürlich bei einem etwas höheren Wissenschaftler sind es 125%, beziehungsweise auf der höchsten Stufe. Dann haben wir Part Science Return, also die Wissenschaftspunkte, die von den Teilen generiert werden. Dann können wir mit ihm die Experimente zurücksetzen. Das ist das, was ich euch eben gezeigt habe. Damit spart man sich einen Haufen Zeug. Ich bin in meinen Anfängen bei Kerbal Space Program bin ich für jede Gegend auf dem Mond einmal auf den Mond geflogen. Und das macht einfach keinen Sinn. Und wie man hier auch sehen kann, er kann Experimente auch auf der niedrigsten Stufe während einer EVA kann er starten, ohne Probleme. So, um dann noch die eine Frage zu beantworten, bis zu welchem Tech-Level der Explorer 2, also der kleine, jetzt ging, zeige ich euch das kurz. Plepp. Meine ist. Nee, es war tatsächlich nur 5. Genau, da wo die ersten die ersten Rover-Räder dabei waren. Erst ab dann macht es Sinn, meiner Meinung nach. Ansonsten muss man das Ganze halt regeln über kleine Kapseln, die man hochschießt, quasi, die nur ein kleines Stück starten. Ganz kurz, damit Roadrunner weiß, dass ich ihn nicht vergessen habe zum Ende von dieser Folge. Das war mein erster Entwurf für ein fusionsgetriebenes Flugzeug. Das kann man voll vergessen. Der zweite Entwurf hat auch nicht funktioniert. Der dritte Entwurf hat ebenfalls nicht funktioniert. Ab dem Moment waren es dann aber, glaube ich, überhaupt keine Personenflugzeuge mehr, sondern nur noch computergelenkte. Die Nummer 4, da habe ich gedacht, man könnte das vielleicht so machen, dass das Gerät einfach nur auf der Stelle schwebt. Das hat auch nicht funktioniert. Die 5 geht dann schon in Richtung Nurflügler. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob das nicht eventuell irgendwann funktionieren könnte. Dann haben wir die Nummer 6. Also es sind ein paar Modelle, die ich ausprobiert habe. Mal mit mehr, mal mit weniger Antrieben, mal sehr leicht, mal sehr schwer.
Die Nummer 6, die Nummer 7. Das war bisher das erfolgreichste Modell, auch wenn man es ihm nicht unbedingt ansieht. Die Nummer 8 sieht ganz ähnlich aus. Ah ne, ist nochmal 7. Entschuldigung. Ich habe gar keine 8 gebaut, sondern habe direkt mit 9 weitergemacht. Die EX, genau, das war nur, das war der Versuch, ein Fahrzeug, ein bodengebundenes Fahrzeug, also quasi einen kleinen Rover zu bauen, mit der auch nur von der Fusionszelle angetrieben wird. Das kann man voll vergessen. Eine X habe ich, glaube ich, noch nicht. Nee, eine X habe ich noch nicht. Aber ich bleibe dran und gucke, dass ich das irgendwie hinbekomme. Ansonsten gilt dasselbe, was immer gilt. Solltet ihr irgendwelche Fragen, Wünsche, Nöte oder Vorschläge haben, schreibt sie mir in die Kommentare. Kritik, ich vertrage jegliche Kritik, ob positiv oder negativ. Und wenn ich Bullshit erzählt haben sollte und irgendein erfahrenerer Körbonaut schaut sich das an, auch das würde ich dann gerne erfahren. Ansonsten gehabt euch wohl, bis zum nächsten Mal.